Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Minecraft mit dem Modpack von Castle Gaming's Dimensional Dive. Dieser Mod ist so ein RPG-Mod, also es gibt so neue Biome, neue Items, neue Bosse, alles Mögliche. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an in diesem Let's Play. Ich zeig mal, was es so für Mods gibt. Also zum Beispiel hier Amplified Energy Stick 2. Dann gibt es noch genug Items. Tarotic Tinkerer. Armor Status. Enchiridion. Weiß jetzt nicht, was das ist. Adventurous Amulets. Aquakultur. Backpack. Better Rotten Flesh. Better Title Screen. Bibliocraft, Timecraft, Twilight Forest, Custom NPCs, DecoCraft. Ja, richtig viele gute Mods und auch neue Mods. Fairy Lights, Fast Leaf Decay, Grimoire of Gaia 3, Groutcraft, Groutcraft Keller. Ganz viele von Groutcraft. Und Housecraft gibt es auch drin. Runic Dungeons, RPG Adventure Mod, Roguelike Dungeons, Witchery gibt's noch, Traveler's Gear. Ja, also richtig cooler Mod, also cooles Modpack. Der Link zum Download ist unten in den Kommentaren. Und wir schauen das mal jetzt an. Ich habe gestern kurz ein bisschen angeschaut mit Megacoolman zusammen und ich bin sehr gespannt auf diesen Mod. LP. So. Hier machen wir Cheats mal an. Wenn ich mal irgendwo feststecke oder sonst irgendwas, kann ich da mal kurz die Sachen zurück Dinge ordnen oder so. Ja, machen wir Defo. Als erstes. Bonus-Chest will ich nicht. Okay. Also eben Cheats nur im Notfall. Und ein Seed weiß ich nicht für diese Mods. Dann machen wir mal die Welt. So. Ich bin mal gespannt, wie es so ist. Also ich bin eigentlich schon fast begeistert von diesem Ding. Also ich bin ja ein Hexit-Fan, ich bin ein RPG-Mods-Fan und da gibt es recht viele drin. Jo. Das Geiste ist die zweite Tab-Bar. Also die zweite Ding unten. Da kann man doppelklicken und dann kann man die zweite Ding, also dann ist das obere Teil ausgewählt. Ja. Also laden mal. Komm. Schön laden. Ist halt ein großer Mod, also es ist momentan, also es ist viel zu laden. So. Also dann machen wir mal M. Oder welcher Knopf ist das? Ich muss mal zuerst schauen. Controls. Was haben wir denn da von Rise Minimap? Tja. Rise Minimap. Hallo. Ja, okay, dann machen wir mal keine Markierung. Schade. Okay. Oh, jetzt gab es gerade einen kurzen Lag. Also eben, man kann doppelklicken, dann ist man zum Beispiel bei der 1 dann oben. So, läuft nicht gerade flüssig, aber das ist wahrscheinlich, weil die Welt kurz ladet. Ich habe 80, 85 FPS. Und das ist doch schon mal gut. So. Ja, die Blätter lösen sich momentan lösen sich durch einen Mod sehr schnell. So. Dann machen wir uns mal. Naja, ein Schwert nicht. Eine Spitzhacke. Ja, okay, Spitzhacke. Also.
Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier so einen Garten für zum Anpflanzen. Hühner haben wir hier. Ein paar Grafikfehler, dass das war. Okay, wir haben eine schöne Höhle hier. Die könnten wir doch gerade als Stützpunkt verwenden, also als Höhle zum Erforschen. Ja, also viele neue Erze sehe ich da gerade. Sehr schön. So, jetzt haben wir genug. Also zuerst mal so eine. Dann ein Schwert. Eine Axt. So. Ich möchte aber noch mehr Stein haben für einen Ofen. Dann machen wir doch Hühnersuppe für heute Abend. So. Sechzehn. Gut. Haben wir das auch schon. Noch ein bisschen Holz. Getting wood. Also. Naja. Ich muss vielleicht noch Optifine rein installieren für den nächsten Part. Da haben wir mal so einen Wald von, ich weiß nicht genau welchen Mod es ist. Timecraft? Nein, das ist nicht von Timecraft. Da ist mal ein Erz. Infus Collium Ore von Metallurgie 4. Okay. Ich möchte eigentlich die Dinger züchten, die Tiere. Okay, wie können wir das merken? 217, 256. Merken wir 200 und 250 und gehen dann zurück. Zuerst will ich aber irgendwo ein bisschen weiter weg Tiere töten. Ja, und die Tiere vom... Oh, die sind recht laut. Ich muss hier Hostile... Nein, Friendly. So, und meine Katze ist gerade am Nerven. Ja, Bären. Bären sind doch sehr gut. Dann können wir ja auch Tiere töten. So. Miau, miau. Sehr schön. Okay, wir haben alle Tiere hier. Das ist gut. Aber wir haben... Ah ja, ein Schwein haben wir noch. Gut. So. Also ein sehr schöner Start. Da war der erste Start für den Test. Wieso sind die so laut? Ich bekomme einen Hörschaden. Im Video wird es wahrscheinlich nicht mehr so laut sein, aber bei mir ist es gerade recht laut. Okay, naja, hier oben. Wir machen sowieso zuerst irgendwie so ein Gartenhaus. Dann werden wir mal hier oben. Genau. Werden wir hier oben starten mal. Da kommen auch die Mobs nicht so gut hoch. So. Dann zwei Öfen machen. Ja, machen wir uns Kohle. Holzkohle. So. Ich möchte gerne ein bisschen Holz sammeln. Recht viel Holz. Und dann gehen wir mal in die Höhle, wenn wir die ersten Fackeln haben. Also, die neuen Biome müssen wir wahrscheinlich finden. NPC-Städte und so auch, Dörfer natürlich. Die wurden auch, die wurden größer von allem. Und es gibt jetzt so Burgen und so weiter. Wahrscheinlich auch wegen dem Battle Gear Mod. Haben wir alles? Nein, da noch. So. Gut. Dann zuerst aber mal zwei Kisten. So.
Dann Fackeln. Die zwei Kisten mache ich mal unten. Oder zwei oben. Damit wir hier rausnehmen können. Wir könnten das so machen, dann haben wir schon schön. Ich muss jetzt schauen, wo die Mobs raufkommen könnten. Hier, dann mache ich das mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Mobs dann sind, aber ich hoffe nicht so stark. Aber die sind wahrscheinlich auch in den neuen Biomen. Mal schauen. Der Maulwurf dort unten. Oh lala, Maulwurf. Ein Maulwurf. So, was legen wir mal rein? Hier. Seeds. Feder, Zucchini. Cantaloupe. So. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Dann möchte ich gerne, machen wir uns aus, Holz. So, haben wir irgendwo Wasser? Sonst müssen wir zuerst einen Eimer machen. Da unten hätten wir Wasser. Aber das wäre jetzt... Das ist leider nicht so gut, weil es hier dunkel ist. Ja. Okay, dann machen wir das später. Ich hoffe, wir verhungern nicht. So, haben wir hier... Oh, nicht legen, bitte. Haben wir hier oben noch etwas? Die Kiste wollte ich. Ja, das lassen wir noch raus. Das können wir reintun. Okay, Eisen müssen wir finden. So, dann schauen wir mal unsere Höhle rein. Das ist Potash. Nehme ich jetzt mal noch nicht. Blue Topaz. Zink. Sonst nichts? Okay, dann muss ich hier runter. Graben wir mal ein bisschen. Ja, wenn Eisen so selten ist, ist es jetzt nicht so gut. Ich hoffe, es ist nicht so selten, das Eisen. Sonst müssen wir was anderes machen. Aber wo war's? Vielleicht ein bisschen nachschauen, was es so für Eisen gibt. Okay, Andesit gibt es hier schon. Ist das 1.8 oder was? Sulfur können wir noch nicht abbauen. Ja... Wir müssen eine andere Höhle finden. Ah, gut, dass wir so eine Karte haben. Das ist auch gut. So. Können wir das abbauen? Nö. Und sonst? Okay, wir müssen irgendwo anders hin. Gehen wir mal nach oben. Botania, überall Botania. Liebe Leute von Botania, eure Blumen sehen schon schön aus, aber ein bisschen verpixelt. Könnt ihr das nicht ein bisschen schöner machen? Häschen, Häschen. So, ein paar Pilze mitnehmen. Aber ohne Creeper. Ja, jetzt gehen wir immer wie weiter weg. Wir müssten eigentlich wieder zurückgehen. So, Dele. Okay, ein Achievement. Die sehen lustig aus. Wir haben doch...
Okay, nein, haben wir nicht. Haben wir gar nicht. Noch ein Creeper. Wir gehen jetzt hier über Bäume nach Hause, dann weil hier oben keine Dings spawnen können, Gegner. So. Da ist irgendwas Helles. Ich frag mich, was das ist. Lava. Okay. Wie kommen wir jetzt am besten nach Hause, ohne zu viele Gegner anzulocken? So. Gut. Oh, das ist schlecht. Was sind das für Gegner? So viele. So, wir machen uns Raw Beef Steak draus. Und hier... was könnten wir braten? Ach komm. Noch ein bisschen mehr Kohle. Ich mach mal so ein... Hallo? Na toll. Was war das jetzt? Und wieso klaut ihr? Game Rule Mob Griefing False. So, das mache ich mir jetzt an. Weil, ich weiß schon wieso. Ihr wisst es wahrscheinlich auch wieso. Weil es wahrscheinlich viele Monster gibt. Aha, die haben es auf mich geschleudert, deshalb. Okay, immerhin sind die nicht genug stark. Wo ist jetzt der andere? Aha. Die haben Blöcke, die falsch geschrieben sind. Wo ist jetzt der andere? Bevor er mich wieder abschießt. Okay. So, unbedingt essen. Also zuerst mal die Suppe. So. Okay, sehr schön. Okay, die Bowl noch rein. Und wir regenerieren uns jetzt wieder ein bisschen. Sehr schön. Okay, die haben sich aufgelöst. Das ist nicht so gut, wenn die... Dort ist auch so ein Golem. Ich hoffe, die können nicht griefen. Und der hat ja noch gerade gegrieft wieder. Was sind denn das für Gegner? So unfair. Die können alles aufnehmen. Wir brauchen, glaube ich, ein Bett. Dafür brauchen wir eine Schere. So. Nochmals Zeugs zum Einlagern. Ich brauche jetzt eine zweite Höhle. Da vorne ist eine. Hat er jetzt gerade hier alles weggenommen? Nein, oder? Hat er Probleme oder was? Gott, oh Gott. Schlimm so etwas. Ja, wir müssen es dann nochmals testen. Ah, hier haben wir Eisen. Wenn das überhaupt Eisen ist. Und wieso ist hier ein Dorfbewohner-Zombie?
Hallo? Ja, toll. Was ist denn los? Das geht. DeepL. Ja, ist klar, ne? Wir sind total überfordert schon. Das ist geht auch nicht, oder was? Aluminium nicht. Nun gut. Dann machen wir halt Ohrberries. Dann machen wir das mit den Ohrberries. So. Hier ist nix. Copper geht auch nicht. Das ist doch eine Steinaxt. Steht irgendwas? Muss doch irgendwas stehen. Nein, steht nicht, oder? Stück, Control. Ah, jetzt ist. Also Optifine ist drin. Da müsste ich vielleicht noch Fastcraft reintun, okay. Und Hut ist auch. Okay, das kann ich mitnehmen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Magnesium. Okay, gehen wir kurz nach Home. Wo sollen wir die Ohrbears denn hin tun? Hier. Okay, wir machen uns hier einen so einen Raum, wo die Ohrbears wachsen können. Nicht raus. Oh, ist das noch auf Q? Ja, die Geräusche sind jetzt gerade schon laut. Ich brauche Eisen. Immer nur noch. Was ist denn das? Super Skelett. Ah nein, Silber Skelett. Schrecklich. Okay, wir haben starke, ja nicht starke Gegner, aber nervige Gegner. So. Kann man das brennen? Ja. Und das geht auch. Was gibt's draus? Ich weiß nicht, können wir noch nicht so gut. Ein Nuggets. Okay. Ich glaube, da brauchen wir 9 dann dazu. Die Hühner fliehen, oder was? Also ist wieder der Tag, sehr schön. Ja, bisschen ernten hier. Wir brauchen groß, also viel Platz für die Kühe und die Schafe und so weiter. Dann ernten wir mal schön hier. Ich hoffe, die Vögel machen dann unseren Garten nicht kaputt, sonst müssen wir ihn überdachen. Boah, sind die laut. Diese Blumen überall von Botania. Das ist auch nicht so gut. Okay. Dann hier noch für den Garten. So. Sehr gut. Bald deine Truhen voller Sachen.
Okay. Was ist das? Wolfsbane. Okay. Von Witchery. Ja, zwei brauchen wir. Okay, mehr haben wir gar nicht. Was kann man mit Proteum machen? Können wir eine Axt, eine Spitzhacke? Mining Level Stone, also das ist nicht so gut. Aber eine Sch Ding Share. Okay, dann machen wir aus dem eine Schere. Okay, gut. Wieso nicht? Eigentlich die Schere weg. Das weg. Das mal hier rein. So. Wenigstens Wolle zum Übernachten. Und ja. Drei? Ja. Sehr schön. Also, das haben wir schon mal. In der nächsten Folge werden wir dann eine Umzäunung machen und dann die Tiere reinlocken. Aus dem eben Wasser noch holen. So. Und Garten machen. So. Also, Schere rein. Einen Eimer machen wir jetzt gleich noch gerade. So, und Wasser holen. Dann können wir dann im nächsten Part gleich starten. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part oder sonst irgendwann. Ja, liebe Leute, auf Wiedersehen.